Ja, hier in diesen heiligen Hallen, nicht in diesen Hallen, aber da, wo wir damals waren, 2009 im Innovationskreis Berlin, habe ich Therapreta kennengelernt, und zwar von Dr. Heiko Pieplo. Da bin ich als junger IM-Berater gerade noch aus dem Studium raus zu so einem Vortrag gegangen von Dr. Heiko Pieplo, eben hier in eurem Kreis. Und ja, war so fasziniert, dass ich mich gleich mit ihm verabredet habe, am nächsten Tag sein Haus anzugucken. Und was ich da gesehen habe, ist diese Toilette. Das ist nicht von mir erfunden, das ist von Heiko. Der hat da verschiedenste Sachen zusammengestellt und gesagt, gucke mal, was es so in den verschiedensten Läden so alles gibt. Und das kann man doch zu einer einfachen Humustoilette zusammenführen. Ja. Also hier hat es sozusagen angefangen, und 2009, in dem Zeitpunkt, habe ich auch dann einen Internetshop angefangen, habe mir einen Bauernhof gekauft, wo ich jetzt auch meine ganze Produktion mache. Inzwischen bin ich der Besitzer dieser Formen, dieser Kunststoffform, mit dem man diese Toilette herstellen kann, und lasse die in Mecklenburg produzieren. Die war vorher in Schweden, die haben wir da hergeholt. Ja, und wir produzieren und verkaufen diese Toilette und produzieren und verkaufen eine Streu für diese Toilette. Das ist auch halb Heiko Pieplo, natürlich die Holzkohle drin, und Gesteinsmehl, Basaltgesteinsmehl, Zeolitgesteinsmehl und noch ein paar andere Sachen und diese Mikroorganismen. Und wenn ich da Declan Kennedy gehört habe, meine Clivus Multrum hat ab und zu mal gestunken. Ich habe solche Kunden, tatsächlich, ich habe Clivus Multrum Kunden davor gerettet, dass sie das Ding rausreißen und sagen, das ist, macht nur Probleme, das stinkt, da kommen Fliegen. Was machen wir jetzt? Das hier ab und zu mal reingesprüht, vielleicht noch ein bisschen Kohle mit reingestreut, und die Clivus Multrum, was ja so einen relativ großen Raum hat, ne? Da ist ja quasi zwei Kubikmeter großen Vorratsraum darunter, da geht einiges biologisch ab. Wenn da was schief läuft, dann ist im ganzen Haus gleich Ärger. Das kann man also auch tatsächlich nur mit EM ganz gut in den Griff kriegen. EM steht für effektive Mikroorganismen, ist im Grunde wie ein Sauerkrautsaft, wie ein Sauerteig. Also eine naturnahe Mischung, Milchsäurebakterien, Hefen, Photosynthesebakterien, gemeinsam vermehrt mit Melasse, deswegen sieht es ein bisschen dunkel aus, aber es riecht und schmeckt wie Sauerkrautsaft, und im Grunde könnte man auch, wenn man ein bisschen Händchen hat, kann man auch selber einen flüssigen Sauerteig machen oder einen Sauerkrautsaft, und das hat dann ähnliche Effekte. Also es ist nicht, kein Wundermittel aus Japan, was irgendwie nur aus dem Labor kommt, sondern das kann eigentlich jeder, wenn er will, auch komplett selber herstellen, aber wir setzen immer darauf, dass die Leute, wie soll ich sagen, zu faul sind, das selber zu machen, zu drehen, und das ist meine Geschäftsgrundlage, dass ich ihnen das fertig verkaufe. Genau, und ja, Udo hat gesagt, Mensch, du kannst ruhig nochmal deine Toilette vorstellen, die haben wir hier zwar schon mal gesehen, aber wir sind ja wieder viele neue Leute und das ist alles lange her, erzähle ich nochmal, wie unsere Toilette funktioniert. Und unsere Toilette ist ein Eimer. Ein Eimer, und das Wichtigste am Eimer ist, dass er einen Deckel hat. Und der Deckel sorgt dafür, dass es schon mal sofort nicht mehr riecht, dass die Gerüche zumindest mal drin bleiben, dass wir keinen Sauerstoff, dass es nicht austrocknet, dass wir keine viele Luft und so reinkriegen. Und in diesen Eimer machen wir aus Kot, aus Fäkalien Sauerkraut. Also wir fermentieren Scheiße zu Sauerkraut. Das ist eigentlich unsere Arbeit, die wir damit wollen. Und wir wollen eben, dass es nicht fault, dass es nicht zu Methan wird, zu Ammoniak, dass es stinkt. Wir fermentieren. Das heißt, wir haben da eigentlich so einen erdigen Geruch. Wenn es erdigen Fermentationsgeruch, wo soll es eigentlich sein? So, und ja, das System ist also so, wir haben einen Eimer. Im Komplettsystem gibt es dann zwei Eimer, immer im Wechsel. Und dann verrichtet man sein Geschäft, und das ist original Heiko Pieplo, das habe ich mir nicht ausgedacht. Das gesagt, halt doch einfach vor. Ne? Also Urin abtrennen, weil wir wissen, was passiert, wenn Urin und Fäkalien, also Kot, zusammenkommt. Das ist die typische Schweinegülle. Weiß nicht, wer hier so ein bisschen auf dem Land unterwegs ist und mal an so einem Schweineställen vorbeifährt. Also die stinken richtig, weil heutzutage die das einfach zusammenkippen, in eins kommen, und dann haben wir zu viel Stickstoff, und dann bauen die Mikroorganismen die Proteine ab, dann haben wir Ammoniak, dann stinkt's.
So, das wollen wir hier drin nicht. Wir wollen eine Fermentation. Und damit wir hier nicht zu viel Feuchtigkeit, zu viel Stickstoff drin haben, trennen wir den Urin ab. Sollte da mal was reinkommen, kann man das mit Sägespänen aufsaugen oder trockenen, holzigen Materialien. Dann kann man es auch fermentieren. Aber dann ist der Eimer auch schnell voll, weil wir produzieren so viel Urin. Deswegen vielleicht ein paar Worte zum Urin, weil wir ja jetzt die Frage, was kann man direkt persönlich machen? Die große Landwirtschaft ist nicht die Antwort, sondern vielleicht unsere vielen Kleingärten, sei es in Berlin oder auf dem Land oder sonst wo. Und wenn es nur der Balkon ist, eine der einfachsten Sachen, die man machen kann, ist Urin aufzufangen. Da gibt es Männerurinflaschen und Frauenurinflaschen und Pipinetten. Und die Männer brauchen auch eigentlich nur eine Flasche oder einen Kanister, wenn sie ein bisschen sich trainieren. Und Urin ist der perfekte Schnelldünger, sehr stickstoffreich, 1:10 verdünnt gegossen. Jeder kennt vielleicht den Effekt, wenn, keine Ahnung, der Hund immer an eine Stelle pinkelt, dass da Rasen verbrennt. Das ist aber nicht, weil der Urin giftig ist, sondern nur, weil er zu konzentriert ist. Auch mit Dünger kann man Pflanzen kaputt machen. Also sprich, wenn der Urin richtig verdünnt ist, 1:10 verdünnt, dann kann man den direkt auf Tomaten, Kohl, Rasen, Büsche, Bäume, alles, was in grünem Wachstum ist, was jetzt Blätter bildet, die wollen Stickstoff haben. Die freuen sich sehr über Urin. Sobald die anfangen, Blüten zu bilden und in die generative Phase zu gehen, Samen und so, brauchen wir nicht mehr so viel Stickstoff. Aber in diesen Blattbildungen, keine Ahnung, Kartoffeln, kann die also wunderbar mit Urin gegossen werden. 1:10 verdünnt. Und da brauchen Sie noch nicht mal die Toilette und Sie brauchen mir noch nicht mal eine Urinflasche abkaufen. Das können Sie alle alleine zu Hause machen und haben damit schon, ich sag mal, 80% mindestens Ihres Nährstoffkreislaufes geschlossen. Wenn Sie den Urin nutzen, da ist nämlich tatsächlich das meiste an Stickstoff, Magnesium, Kalium, Calcium, landet im Urin. Und das heißt, Sie haben schon einen größten Schritt getan, wenn Sie es lernen, wie man den Urin verwendet. Und Urin ist eine sichere Sache. Es gibt Leute, die trinken den. Ob man das trinken muss, ist eine andere Frage, aber ist nicht gefährlich. Sie können ihn auch Wunden machen. Also es ist ein völlig ungefährlicher Stoff, der ja auch im alten Rom und sonst wo für alle möglichen Produktionsprozesse verwendet wurde. Also außer, dass er nach Ammoniak riecht, weil der Harnstoff zerfällt zu Ammoniak. Außerdem hat er eigentlich kein Problem. Und dass er nach Ammoniak riecht, ist in dem Falle keine Fäulnis, sondern einfach ein chemischer Zerfall von Harnstoff zu Ammoniak. Also von daher, Urin verfault nicht, weil da ist eigentlich nichts drin, was verfaulen kann, sondern er riecht einfach nur nach Ammoniak, weil der Ammoniak aus dem Harnstoffmolekül frei wird. Wenn man da noch ein bisschen EM zumacht, dann passiert das übrigens nicht oder weniger. Wir bringen den Urin immer mit EM aus, also sprich 1 Liter Urin, 10 Liter Gießkanne, Schluck EM noch rein, 50 Milliliter und damit, keine Ahnung, die Gemüsepflanzen dann gießen, alle 2 Wochen und die gehen ab wie Schmitzkatze. So, das also zum Urin und dann, den habe ich also vorgehalten, den habe ich genutzt und der nächste Schritt ist dann der Kot, der hinten anfällt und dann entsprechend, was war noch der schöne Spruch? Es hat einen Grund, warum wir nach vorne pinkeln und nach hinten scheißen, damit es nicht zusammenkommt. Das hat die Natur sich schon so überlegt. Dann bedecken wir unseren Kot mit dieser Streu, mit dieser Holzkohle, Steinmehl, Mikroorganismenstreu und das, was dann sofort passiert, ist erstmal bedeckt, man sieht nichts mehr, ist wie gespült. Wunderbar. Nächstens, die Holzkohle wird ja auch als Luftfilter eingesetzt und Steinmehl und so theoretisch auch, aber die Holzkohle hat eine große Oberfläche, negativ geladen, bindet mit Begeisterung Ammoniak und genau diese Geruchsstoffe. Also das heißt, wir haben sofort eigentlich erstmal keinen Geruch. Vielleicht kann man noch einen Sprühstoß EM drauf machen, aber im Grunde die Holzkohle saugt sofort erstmal alle Gerüche auf. Und die Mikroorganismen, die da drin sind, sorgen dafür, dass es in der weiteren Folge die Milchsäurebakterien und Hefen, die da drin sind, dass es eben nicht anaerob verfault und dann Methangas und Ammoniak aus dem Eimer rausquillt und man das nächste Mal umfällt, wenn man den aufmacht, sondern dass es da drin in eine Milchsäurefermentation übergeht, was gar nicht so einfach ist, Kot in eine Milchsäurefermentation zu überführen, weil da ist eigentlich schwierig von dem ganzen Nährstoffangebot für Mikroorganismen. Ne? Bei Sauerkraut geht das automatisch, da muss man nichts weiter machen. Einfach Kot klein schneiden, stampfen und dann sind die Keime da drauf, das funktioniert von alleine, wenn man das anaerob in den Sauerkraut verstampft. Aber bei Kot müssen wir tatsächlich noch ein bisschen was dazugeben, damit es tatsächlich sicher Milchsäure fermentiert. So, das ist, machen wir hier mit den Mikroorganismen und mit der Kohle. Ja, und dann haben wir den Eimer. Nach 4 Wochen ist der voll. So viel produzieren wir gar nicht. Man denkt immer, Wunder, was man leistet auf Toilette, aber es ist...
Da ist im Grunde nach 4 Wochen ist der Eimer erst voll bei einer Person. Und dann wird gewechselt. Und da gab es tatsächlich Forschung auch mit Dr. Heiko Piplo, der das angeregt hat, und mit Professor Monika Krüger, Leipzig, veterinärmedizinische Professorin, auch für Mikroorganismen, speziell Krankheiten. Und die hat tatsächlich geguckt, was passiert denn, wenn wir Kot, wenn wir Gülle und so weiter, wenn wir das anaerob fermentieren. Und da dauert es, ich habe die Tage nicht mehr ganz gemacht, aber nach einer Woche sind alle Viren weg, sind alle Bakterien weg, also alle Krankheitskeime, die sie da reingetan hat und geguckt hat, was passiert, die bauen sich sehr schnell ab. Was ein bisschen länger dauert, sind Parasiten, deswegen diese 4 Wochen. Parasiteneier, die brauchen ein bisschen länger, aber auch die gehen nach 4 Wochen sicher kaputt. Deswegen anaerobe Fermentation, Deckel drauf, möglichst warm stehen lassen, dann ist das also in kürzester Zeit, in 4 Wochen hygienisch, und dann kann man den Eimer wechseln. Der eine Eimer kann dann auf den Kompost und da ganz normal eine Saison kompostieren. Man muss ihn dann nicht 3 oder 7 Jahre oder sonst was kompostieren, damit der hygienisch wird, sondern der ist in 0,x hygienisch. Und der zweite Eimer, der leere Eimer, kann dann weiter benutzt werden. Und der andere kann dann wieder immer im Wechsel dann so fermentieren. Als Einzelperson, wenn man mehrere Personen hat, gibt es Stapelkompost, kann man das auch außerhalb des Eimers fermentieren. Also fragen Sie mich, wenn es noch, da gibt es auch Infomaterial, wie das genau funktioniert. So, das ganze System. Papier. Bitte? Wohin mit dem Papier? Nein, die Regenwürmer lieben Papier. Also das ist das Erste, was sie fressen. Ich habe das, man sieht das im Kompost manchmal. Es gibt ja richtig Kompost aus Zeitungen. Und wenn Sie da ein Stück Pappe finden, was so ein bisschen schon fermentiert ist, haben wir mal aus dem Kompost raus. Das ist eine reine Masse Würmer gewesen. Sind alle an die Pappe gegangen und haben da rumgelutscht. Das fanden sie am besten. Einmal in die Biotonne oder wie? Naja, hoffentlich in ihren eigenen Garten. Biotonne wäre Verschwendung. Aber das ist natürlich die Herausforderung, das dann zu machen. So, Moment. Okay, das war die Toilette. Die zweite Sache, die ich vorstellen wollte, die neu ist, die noch sonst kaum keiner gesehen hat, ist der Rainer Sagave, der ja hier auch geschätztes Teilnehmer ist immer an dem Innovationskreis Berlin. Der hat ja einen ziemlich hochwertigen, sehr dann entsprechend auch gut zu bezahlenden Pyrolyseofen konstruiert. Ich weiß nicht, was der inzwischen kostet, 400 Euro oder so, ich habe nicht mehr ganz im Kopf, 200, 300, 400 Euro. Ich bin ja mehr so im Aldi-Prinzip, gut und billig, und habe überlegt, wie wir einen günstigen Kocher da irgendwie rankriegen. Eine Zeit lang haben wir den Sampada aus Indien importiert und jetzt haben wir den Triaterra-Kocher. Den haben wir tatsächlich teilweise selbst konstruiert aus einem Campingkocher dafür. Also das Ding kann man tatsächlich auf so einen kleinen Karton oder in diese kleine Tüte zusammenfalten und dann auch mal mitnehmen. Und der hat eine ziemlich überzeugende Brennkammer von 3,5 Liter. Die kann man füllen mit Holzresten, möglichst trockene, kann man Kienäppel nehmen, Nussschalen, kleine Holzästchen und so weiter. Und den entsprechend füllen, typischerweise von oben anzünden. Hier oben kann man im Notfall einen kleinen Kaffeepott draufstellen oder auch einen 10 Liter Topf. Also da kann man auch richtig fette Sachen draufstellen, wenn der gut steht. Und dann macht er das, was wir bei der Pyrolyse wollen. Der Sauerstoff kommt typischerweise nur ganz wenig direkt an die Glut, dass wir die Glut kaum verbrennen, sondern der geht hier in der Brennkammer vorbei an der Glut und nur mit dem Holzgas zusammen. Sprich, wir verbrennen das Holzgas vollständig, sodass wir eine raucharme Verbrennung haben. Holzfeuer immer noch, aber dass das Holzgas gut verbrennt, dass man damit gut kochen kann. Und notfalls kann man dann sogar, das brennt vielleicht eine Viertelstunde, wenn das voll ist, bis zu einer halben Stunde, und dann kann man hier aber auch nachlegen, sodass man so lange kochen kann, wie man will. Und dann bleibt hier, wenn man fertig ist mit Kochen, je nachdem, wie lange man es macht, 1, 2, 3 Liter Kohle übrig, die man dann mit ein bisschen Wasser besprenkelt ablöscht, und dann hat man hier erstens gekocht und gleichzeitig Kohle hergestellt. Das ist die Idee bei den Pyrolyse-Kochern, Pyrolyseöfen. Ja, und wenn man das tatsächlich jeden Tag macht, dann kann man gleich mit der Kohle in die Toilette gehen und hat also den Kreislauf wirklich perfekt geschlossen. Genau.
kleinteilig wäre. Bitte? Kleinteilig? Kleinteilig. Und das Ding kostet 40 Euro. Also 39,80. So. Heiko Pübler habe ich schon ausführlich erwähnt. Dann gibt es noch unseren Vordenker, den Professor Willi Rippel, dem ich ja vor allen Dingen diese Wassergeschichten verdanke, beziehungsweise dass er da also wirklich ganz spannend, kreativ, direkt, praktisch eigentlich erklärt hat, wie man den Wasserkreislauf führt. Da können wir vielleicht auch in der Fragerunde nochmal drauf kommen. Aber eine Sache, die Willi Rippel in seinen letzten Interviews, der war immer sehr pessimistisch. Also was heißt immer, aber er war in den letzten Interviews, fand ich ihn sehr pessimistisch, so nach dem Motto, wir können eigentlich nichts tun, die Erde schwemmt weg, wenn die Erde weggeschwemmt ist, ist alles vorbei, dann ist ja das Leben irgendwann so, ne? Dann kommt hier nicht mehr viel rum. Und da tatsächlich in den letzten Monaten, beziehungsweise ja, ich hatte schon den Verdacht, Mensch, die Natur hat da durchaus Wege, auch so einen komplett unfruchtbaren, keine Ahnung, australischen Wüstenboden wieder in Gang zu kriegen. Und für mich teilweise ganz neue Erkenntnisse, für viele von Ihnen sicherlich auch, ein Buch und eine Geschichte, biologische Transmutation von Elementen. Das heißt, da habe ich schon vermutet, dass der Willi Rippel da wieder dass vielleicht da ein paar Sachen noch nicht berücksichtigt hat, dass die Natur durchaus Wege hat, auch einen komplett degradierten Boden wieder in Gang zu kriegen. Und dass biologische Lebewesen, Bakterien, Pflanzen in der Lage sind, ihren Boden komplett selbst zu schaffen, sprich aus zum Beispiel Kohlenstoff Magnesium zu machen, aus Magnesium, Calcium, aus Silizium, Calcium und so weiter. Also Umwandlung von Elementen, kernphysikalische Umwandlung von Elementen durch Pflanzen und Mikroorganismen ineinander. Also wer ein ganz neues Thema anfangen will und wissen will, was die Welt im Innersten zusammenhält, falls sie noch die Kraft dazu haben, nach all diesen Katastrophen, mit denen wir uns so beschäftigen, es gibt wirklich Hoffnung, die Natur kann viel, viel mehr, als wir ihr zugetraut haben. Und das erklärt dann vielleicht auch, warum natürliche Landwirtschaft und biologische Landwirtschaft, die dann voll auf das Leben setzt, tatsächlich wirklich gleichziehen kann und industrielle Landwirtschaft überholen kann, weil sie solche Dinge bisher gar nicht berücksichtigt haben. Okay. Das Buch haben wir übrigens auch. Nochmal, biologische Transmutation von Corentin Louis Kervran, französischer Wissenschaftler, der die in den 60er, 70er Jahren veröffentlicht hat, aber es gibt viele, viele andere, die dazu gearbeitet haben, aber das ist ein schönes Überblickswerk. Gibt es bei uns auch. So. Okay, das war nochmal der Werbeblock. Hab ganz, ganz herzlichen Dank. Jawohl. Sehr inspiriert. Morgen werde ich...